Liebe Fußballfans, willkommen zum Halbfinale der EM 2024. Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit dem geschätzten Kollegen Frank Buschmann werde ich dieses Spiel heute für Sie zu Hause kommentieren. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. Pass von Mbappé. Stark gemacht. Besitz bleiben. William Saliba. Sie lassen sich im Moment fast schon ungehindert kommen. Viel Bewegung drin, sie verschieben viel, Ball läuft gut. Griezmann wartet am langen Pfosten. Gehalten! Aber Fahne ist oben, abseits. Muss Einwurf geben. Tchouaméni. Mbappé. Ganz energisch, Mbappé. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor, wichtiges Tor. Und da macht er das Tor, obwohl die Verteidiger da waren. Ganz stark gelöst. Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, und so bleibt es erstmal spannend. Nuno Mendes. Rafael Leao. Ball erstmal weg. Griezmann. Tolle Chance! Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex, den habe ich schon drin gesehen. Kunde. Nun Griezmann. Er schießt. Der Ball war ziemlich harmlos. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Vielleicht jetzt. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Mbappé. Kylian Mbappé-Lotin. Eine Riesenchance. Sie machen erneut das Tor. Besser könnte dieses Halbfinale ja gar nicht laufen. Zwei Tore nun schon, die Führung. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann einfach draufgehalten. Keine Chance, da noch irgendwas zu halten. Es wird hier 3 Minuten Nachspielzeit geben. Joao Cancelo. Cristiano Ronaldo. Ja, geblockt, aber weiter genau hinschauen. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Wir dachten schon, das Ding hier wäre durch. Wird's jetzt doch noch mal spannend? Coman. Da ist Mbappé. Schluss, das war's für heute. Und Frankreich hat damit das Finale der EM 2024 erreicht. Sie sind im Finale. Was für eine Leistung. Und ich glaube, auch wenn es heute knapp war, auch wenn es eng war, sie haben auch im Endspiel alle Chancen. Wir haben gesehen, was sie drauf haben und was sie vor allem unter Druck abliefern. Kylian Mbappé hat heute eine gute Leistung geboten, oder Buschili? Hast du ihn gesehen? Ein guter Auftritt bringt hier am Ende den Sieg. Das war eine wirklich schöne Leistung. Und man sieht natürlich auch, wie wichtig das ist, solche Leute, solche Schlüsselspieler in der Mannschaft zu haben.